Alles ist gut. Okay. Willkommen beim Vortrag Workflow Joomla. Ich habe mich gerade doppelt. Schau mal. Mein Name ist Sigrid Gramlinger. Es waren eh die meisten schon mal, also kennen mich eh fast alle. Mache seit 16 Jahren Joomla-Webseiten, habe eine Joomla-Agentur in der Nähe von Wien. Wir sind mittlerweile zu viert im Team. Mache seit 2010 ausschließlich Joomla-Webseiten, habe davor mir auch andere Systeme angeschaut. Ich sehe gerade, das noch andere, also das, den anderen Folien habe ich ausgebessert. Ich bin in Österreich, gibt es so eine KMU-Digitalgeschichte und ich bin eine zertifizierte Beraterin auch. Mache gerade ein MBA in IT-Consulting, da habe ich mir auch so viel Projektmanagement-Zeug und so auch schon rausgeholt. Bin Mitinitiatorin von Joomla.de in Österreich und dadurch auch hier bei DACH quasi. Habe die Joomla User Group Wien mit initiiert und bin im CMS Release Team, Teamlead. Und da kommen viel Testgeschichten her und darum versuche ich auch immer natürlich relativ frühzeitig auch die neuen Funktionen und so zu verstehen und dann auch testen zu können natürlich. Und dann, ich finde es ja immer cool, weil wir müssen es testen, also kenne ich die Funktionen schon ganz gut dann. Ja, also, und ich habe schon seit 2012 betreue ich diese Website, das heißt PBPad Online. Ich habe vor Jahren schon mal einen Vortrag gehalten, Joomla rockt Wissenschaft. Da hat damals leider die Aufzeichnung nicht funktioniert, wo ich damals die Umstellung von Joomla 2.5 auf 3 gezeigt habe, weil wir haben da viel mit Custom Fields gemacht und so. Die Seite ist aktuell immer noch auf Joomla 3, wird jetzt demnächst aktualisiert und der Plan war eigentlich, als ich den Vortrag eingereicht habe, dass wir das schon fertig haben, dass wir da den Workflow schon drinnen haben. Sich zeitlich leider nicht ausgegangen, darum haben wir das jetzt, aber bin ich noch in der Demo-Version quasi, wo wir jetzt mal versucht haben, das alles einzurichten. BBPad Online ist ein wissenschaftliches Online-Magazin, geht um Berufs- und Wirtschaftspädagogik im deutschsprachigen Raum. Gibt es eben seit 2001 bereits, also ursprünglich waren es statische HTML-Seiten, dann hatten wir irgendwann mal Typo 3 und 2012 haben wir es dann auf Joomla umgestellt. Typo 3 haben wir quasi statisch abgespeichert, also da hängt kein Typo 3 mehr dran an den alten Seiten, sondern die sind statisches HTML. Also wir haben da so einen Spider drüber laufen lassen und das alles weggespeichert. Dadurch ist das kein Sicherheitsrisiko mehr, weil wir irgendwie die Typo 3 Installation nicht mehr updaten konnten und jetzt Joomla ist natürlich immer aktuell. Es gibt zwei Ausgaben pro Jahr und es gibt Spezialausgaben. Eine Ausgabe sind, die kommt darauf an, je nach Thema, also es wird immer ein Thema vorher festgelegt. Im wissenschaftlichen Bereich werden dann Vorträge eingereicht, sind zwischen 20 bis 40 Beiträge. Ist alles im Joomla Standard abgebildet, das heißt eine Ausgabe ist eine Kategorie und die Beiträge sind ganz normale Joomla Beiträge. Was ein bisschen Spezialfall ist, einerseits je Ausgabe sind es 3 bis 4 Herausgeberinnen, die wechseln auch und es gibt vor allem, es gibt generell 2 Redakteure, Redakteurinnen, einen Webadmin, das bin in dem Fall ich, und es gibt ca. 1600 Autorinnen und Autoren, also kommen immer wieder neue dazu, also seit 2001 quasi haben da 1600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Beiträge veröffentlicht. Die sind mittlerweile auch alle als Joomla-User da drinnen, das heißt, die können sich einloggen, können da drinnen, also gibt es so ein bisschen Zusatzservice, die können Stellenausschreibungen posten von den Unis, die können Publikationshinweise machen zu Büchern, die geschrieben haben und sie können Termine, also Veranstaltungen, Konferenzen da posten, das ist ein Service für die Institute, für die Unis. Und der Spezialfall ist eben, dass normalerweise in Joomla hast du einen Beitrag und einen Autor, eine Autorin, standardmäßig einen User zugeordnet und da sind es aber mehrere, also da schreiben ja 2, 3, 4, 5, 7 Leute einen Beitrag. Das geht im Joomla Standard nicht. Wir haben das damals eben dann umgesetzt mit dem Custom Field, wo einfach aktuell stehen einfach die Autoren-IDs der Reihe nach drinnen, weil dadurch kann man fix die Reihenfolge angeben. Was noch ein Spezialding ist, die Wissenschaftler wechseln ja manchmal die Uni und wenn die im Beitrag, weiß ich, 2017 an der Uni Hamburg geschrieben haben und 2021 schreiben die was, weil sie mittlerweile in München sind an der Uni, dann muss bei dem Beitrag die Uni Hamburg ursprünglich stehen bleiben, also die ursprünglich da war. Das heißt, ich habe ein Plugin und wenn ein Beitrag veröffentlicht wird, dann wird dann einmal, werden diese Autoreninfos, also ist ja nicht viel, ist ein Name, Uni und das sind, glaube ich, 3 Felder, werden weggespeichert in eine 2. Tabelle. Und da ist das dann einfach statisch quasi vorgehalten und wenn sich beim Autorin oder beim Autor was ändert, dann sieht man das zwar auf der Webseite,
Und da sind dann auch die ganzen Beiträge aufgelistet. Aber beim Beitrag selber werden diese historischen Daten, diese fixen Daten abgefragt, damit sich da nichts ändert. Genau, das ist die Seite. Und wird jetzt demnächst dann auf Joomla 4 wird dann wieder genauso aussehen. Man sieht dann, es gibt so einen Call for Papers, da werden die Sachen immer ausgeschrieben. Die nächsten Einreichungen sind jetzt zum Beispiel 27.11.2022. Das ist so eine klassische Ausgabe. Dann gibt es dann ist immer die letzte Ausgabe, zur Ausgabe 42, die ist im Juni veröffentlicht worden. 43 kommt im Dezember und 44 kommt dann nächstes Jahr im Juni. Also es sind sehr lange Vorlaufzeiten, aber diese Beiträge müssen ja auch irgendwann geschrieben werden. Die haben ja nicht nur irgendwie so zwei Seiten, sondern die sind halt so im Schnitt 20 Word-Seiten lang. Das ist dann auch ein PDF und das PDF wird abgespeichert, aber auch eine HTML-Version eben. Dann gibt es so Spezialausgaben. Jetzt ist hier gerade eine Spezialausgabe Wirtschaftspädagogik in Österreich. Aber jetzt in ein, zwei Wochen wird das dann auch wieder umgestellt. Genau, man sieht da auch die Service-Hinweise und die Autoren können sich immer einloggen und sehen dann diese Dinge, die sie machen können. Ja, das Ziel, also Workflow, also da geht es jetzt dran, ich erkläre dann auch, wie wir da den Workflow verwenden werden. Also Workflow ist ja schon ein spezielles Thema, das in Joomla quasi sowas wie dieser Freigabestatus, also der Status ist versteckt, published, also veröffentlicht, archiviert kann man ja sagen, oder trashed, also das sind diese Stati, das ist ja auch so wie ein Workflow eigentlich, der aber natürlich nie flexibel war. Und mit den Joomla-Workflows kann man das anpassen, soweit. Die Quellen dazu sind eigentlich, es gibt eine offizielle Joomla-Dokumentation für so Anwender, da steht schon, es gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Es hat der Benjamin letztes Jahr online auch einen Vortrag gemacht am Joomla Didacht 2021, wo er das auch nochmal beschrieben hat, auch mit einem Plugin. Also man kann diese Workflows auch mit Plugins erweitern. Also ohne den geht es auch fast gar nicht oder nicht. Wir werden es nachher sehen. Und es hat im Jänner 2022 gibt es auch einen Joomla Magazine Beitrag von Chris Keen, der da auch nochmal so diese Standard-Einrichtung beschreibt. Das ist auf Englisch, genau. So, wie ist jetzt der Ablauf da bei BWPET? Generell ist es so, es gibt eben Call for Papers, also wir haben das links oben gesehen, da wird ein Newsletter auch geschickt, da geht dann ein paar tausend Leute mittlerweile, also ein großer Verteiler, also alles auch Joomla, Archimailing und so, funktioniert sehr gut. Dann reichen die Leute eigentlich ein Exposé ein, also das macht eine Person von denen, also das wäre so die Idee, einer von diesen Autoren geht rein, reicht einen Beitrag ein, also ein Exposé, das ist ein Abstract. Da habe ich einen Titel, also zumindest einen vorläufigen Titel, dann ist das einfach ein Text, das sind so meistens so zwei Absätze Maximum, die reichen das ein. Und das ist eben jetzt zum Beispiel bis November, ist dieser Call for Papers offen. Aktuell schicken die einfach ein Mail, ne? Da gibt es eine E-Mail-Adresse, es gibt Call for Papers, da geht schon mal um das Thema, was wird dieses wissenschaftliche Thema sein. Die reichen dann ein Exposé ein, wo sie zu dem neuen Thema eben einen Beitrag schreiben würden. Die Redaktion, also diese zwei Redakteure, Redakteurinnen, sammeln das in der Excel-Liste. Und wenn dann der Call for Papers zu Ende ist, also eben im November, dann schaut sich die Redaktion einmal die sichtet dann diese ganzen Einreichungen. Und dann werden, es ist ein wissenschaftliches Journal, die müssen auch auf Qualität achten, dann wird jedes Abstract wird zwei Reviewern zugewiesen. Das sind die Herausgeber. Es gibt 3 bis 4 Herausgeber, weil das ist ein verdeckter Review. Das heißt, die sehen nicht, wer diesen Beitrag eingereicht hat. Und da geht es um Qualität und damit nicht jemand vom eigenen Institut oder von der eigenen Uni die eigenen Papers bewertet oder sagt, dass das Thema passt oder das ist gut, darum ordnen die das halt manuell zu. Mindestens 2 Reviewern. Die aus der Herausgebergruppe kommen. Das sind eben diese 3 bis 4 Leute und je nachdem, wie viele das dann sind, kriegen, also müssen mindestens 2 Reviewer sein. Das ist auch, steht auch transparent auf der Webseite, wie dieses Verfahren funktioniert. Die machen dann eben einen verdeckten Review, die sehen nur den Titel und das Abstract, machen dann eine Bewertung, das ist ganz simpel, das sind Buchstaben in Wirklichkeit, aber auch als Text und machen eben auch einen Kommentar dazu, wo die entweder noch Hinweise geben oder das auch bewerten und die sehen aber auch nicht, was der andere Reviewer macht. Also aktuell wird das ja noch über E-Mail gemacht. Die Redaktion, also wenn dann diese Reviews gelaufen sind, da gibt es auch einen Zeitpunkt, schaut die Redaktion das durch, sieht diese 2 Bewertungen, notfalls fragt sie nochmal einen dritten Reviewer, also wenn es notwendig wäre. Und dann kriegen die Autoren die Rückmeldung, das ist angenommen. Da wird dann auch eine Word-Vorlage mitgeschickt, wo dann schon diese Autoreninfos drinnen sind. Und in dieser Word-Vorlage schreiben die dann ihren wissenschaftlichen Beitrag. Weil das sind ja auch ganz viel mit Formatvorlagen gearbeitet, das muss sauber strukturiert sein.
damit das nachher dann auch wirklich die PDFs einheitlich aussehen. Das ist ganz schön viel Arbeit. Oder ein Beitrag wird nicht angenommen, der wird dann abgelehnt. Dann werden die Autoren auch informiert und kriegen diesen Kommentar auch als Rückmeldung zurück. Also die Redaktion schaut sich das dann nochmal an, kopiert diese zwei Kommentare und die kriegen dann diese Rückmeldung auch, aus welchen Gründen der Beitrag, der Abstract abgelehnt wird. Genau. Und jetzt war dann die Idee, das mit Joomla abzubilden. Ne? weil es wird sich ja anbieten, also dass die reichen Beitrag an, das ist ja sowieso irgendwann dann mal ein Joomla-Beitrag. Also wenn dann noch, wie es weitergeht, dann die schreiben dann ihren Beitrag, haben dann die Abgabefrist, dann wird das Word-Dokument geschickt, daraus wird ein PDF generiert. Das Word-Dokument, ich habe mir im Joomla Content Editor, also im JCI, ein Profil angelegt. Ich nehme diese 20 bis 40 Seiten Words, mache Copy All, also alles. Schmeiß das in den JCI rein, also in den Joomla-Content rein und ist eigentlich fertig. Also das ist sauber strukturiert, da fliegt alles raus, was dann irgendwie an Spans und Formatierung drinnen ist, außer natürlich das Fett, Aufteilungszeichen und so. Muss einmal die Überschriften dann umsetzen, weil die eine Ebene tiefer gehen, also aus Word kommt über H1, H2, H3 und ich brauche aber H3, H4, H5, weil diese Seite so aufgebaut ist. Da habe ich mir ein Makro gemacht im Browser mit allen Makros, lasse es einfach drüber laufen. Und dann Grafik muss man noch manuell reinstellen, das geht halt leider nicht anders. Und dann sind diese Beiträge da drinnen, aber ich brauche für 20 Beiträge mit den Autoren 3 bis 4 Stunden ungefähr. Das ist ziemlich schnell, also für diese Masse an, vor allem diese langen Texte. Aber da hat auch eine Zeit lang gedauert, dahin zu kommen. Also das wirklich, das aber so anzupassen, das geht mit dem JCI halt ziemlich gut. Genau. Eigentlich wäre die Idee längerfristig dann, dass die das da auch einreichen direkt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob da nicht mit HTML dann zu viel kaputt geht oder dass die dann trotzdem irgendwann mal das Word-Dokument hochladen und das dann angezeigt wird. Genau. Welche Konfigurationsmöglichkeiten haben wir, um diesen Workflow in Joomla zu unterstützen? Das ist nämlich nicht nur Workflow, es heißt zwar Workflow, aber was gibt es da alles? Das eine sind natürlich Benutzergruppen, Zugriffsebenen, die Autoren sind da alle schon als Autoren angelegt. Die Redakteure, Redakteurinnen sind auch schon da drinnen als User und die Herausgeber haben normalerweise auch schon einen User, weil die auch irgendwann mal schon mal einen Beitrag geschrieben haben oder die sind da auch schon angelegt. Das heißt aber auch Zugriffsebenen. Also ich habe einen Zugriffs... das ist dann schon wieder relativ kompliziert. Ich habe jetzt einerseits versucht, das mit einer Zugriffsebene Review zu machen. Ich kann die ja später dann kann ich die ja umstellen, sodass das dann wirklich auch public ist. Aber das ist so, wenn ein Autor ein Exposé einreicht, dass das in der Zugriffsebene mal Review ist. Das ist ja noch nicht öffentlich und dann kann ich das im Backend eigentlich ganz gut auch steuern, wer sieht was. Genau, dann kann man ja in den Joomla, ich zeige das dann nachher auch, in den Joomla, in der globalen Konfiguration kann ich die Standard-Zugriffsebene angeben. Also immer, wenn ich einen neuen Beitrag habe, steht er normalerweise auf Public. Das kann man ändern. Weil damit habe ich, wenn ich im Frontend einen neuen Beitrag einreiche, hat ja dann automatisch die Zugriffsebene, die ich angebe, und das ist in dem Fall Review. Weil auf der Seite passiert sonst nicht viel. Ja? Oder ich kann das steuern, die können ja auch Stellenanzeigen zum Beispiel anreichen, das haben wir über RS Forms gelöst, die füllen eine RS Form aus und damit kann ich im Hintergrund auch einen Joomla-Beitrag generieren. Also das kann ich trotzdem ganz gut steuern dann mit den Zugriffsebenen. Also ich würde die Standard-Zugriffsebene für den Workflow jetzt auf Review zum Beispiel ändern. Ich kann natürlich im Frontend dann Menüs machen, Beitrag einreichen, beim Beitrag einreichen kann ich auch schon eine Standard-Kategorie hinterlegen. Das heißt, dass wenn in der Zeit, wo dieser Call for Papers offen ist, wenn ich bei den Menüpunkten neuen Beitrag einreiche, kommt der gleich in die Ausgabe 44 zum Beispiel. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit für die Herausgeber, Herausgeberinnen, die wir haben dann überlegt, ob wir es im Frontend und Backend machen. Das ist noch nicht ganz sicher. Im Backend bin ich ein bisschen flexibler und die Idee war jetzt da, im Backend Menüs anzulegen, dass die dann im Backend einfach auch diese Funktionen haben. Da kann man ja auch schön runterkürzen, was die da tatsächlich sehen dürfen oder nicht. Genau, und dann natürlich ein Workflow mit Phasen und Übergängen. Im Frontend natürlich noch Overrides dann auch für das Formular kann man da noch Sachen machen damit. Backend könnte man natürlich auch Override machen oder gibt es eben auch Komponenten, die das unterstützen. So, genau, das war jetzt mal der Ding. Und jetzt gehen wir in die... versuche ich euch das zu zeigen, wie da das Setup aussieht. Also ich bin jetzt in einer Cassiopeia, ich kann jetzt hier nochmal die BBPad selber aufrufen. Danke. Moment.
Eh, ich muss nur duplizieren, glaube ich. Geht, oder? Eins davor. Es geht, oder? So, also das ist jetzt hier die BBPad und wenn ich mich, kann mich hier einloggen. Als Autor zum Beispiel. Und habe jetzt hier einen Autorinnenbereich, habe mein eigenes Profil. Ich bin jetzt nur mit meinem User drinnen, aber da könnten die Autoren, die kommen da schon rein, können Passwort ändern, haben Vorname, was weiß ich, diese Informationen, die sie da auch eintragen können, können neue Stellenausschreibungen zum Beispiel einreichen. Also das ist so das. Und da soll ihm dann das auch rein, dass die einfach neues Exposé einreichen. Genau. Nein. Also kann sich nicht jeder anmelden. Also aktuell werden die angelegt, wenn Beitrag angelegt werden, werden die Autoren dazu angelegt und dann werden die automatisch informiert, dass die ein Profil kriegen. Also so ist die aktuelle, aber das wird sich dann ändern. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, oder die müssen sich melden, dass sie das einreichen wollen. Oder man sieht ja dann eh, wenn sich einer registriert, was da, also hat man verschiedene Möglichkeiten. Ist eher unwahrscheinlich, dass sich da jemand registriert, der da was schreiben möchte. Einfach so mal eben. Genau. So. Genau, das ist jetzt Cassiopeia. Ich habe hier im Inhalt, ich habe eine Kategorie, die heißt dann jetzt auch Ausgabe 44. Wenn ich mich jetzt hier als, ich habe einen Autor angelegt, also der wirklich dann auch diese Autorenrechte hat. Genau, wenn ich mir jetzt eingeloggt bin, dann sehe ich hier schon Menüpunkt Exposé einreichen oder meine Beiträge oder mein Profil. Jetzt will ich ein Exposé einreichen und das Formular ist jetzt natürlich noch, das sieht noch zu viel. Und ich würde jetzt hier sagen, das soll mein Beitrag XYZ sein und dann kommt hier mein Abstract-Text rein, der irgendwie so zwei Absätze hat oder so. Ja. Kann man jetzt dann noch weiter reduzieren, was der tatsächlich sehen kann. Im Hintergrund, das Review muss ich da an der Stelle dann auch noch auswählen, im Hintergrund sieht man hier, dass hier der Workflow aktiv ist und dass er automatisch in der Ausgabe 44 einen Beitrag postet. Das ist jetzt alles noch Joomla Standard, das hat jetzt, bis auf das Workflow-Feld ist das noch, könnte man mit den normalen Mitteln ohne Workflow auch machen. Ich kann ja beim Menüpunkt, also wenn ihr da jetzt was genauer sehen wollt, dann bitte melden. Also ich kann ja die Ausgabe da hinterlegen. Aber Kategorie und alles muss vorher erst manuell angelegt werden. Kategorie muss vorher zuerst manuell angelegt werden. Genau. In dem Fall, es gibt hier eine Vorschau und da sind aktuell die Kategorien auch schon angelegt. Also die 43er gibt es, da sind auch die Herausgeber schon zugeordnet. Und da wird dann eigentlich nur mehr dieses Exposé einreichen, weil die planen ja langfristig voraus. Ne? Und jetzt ist quasi der Call for Papers, das wäre jetzt offen für die Ausgabe 44 hier. Genau. Ja genau, also das wird vorher angelegt und der Menüpunkt, das kann man auch, das ist ja nicht so häufig, ne? Das ist zweimal im Jahr, dann wird dann das einfach angelegt als Beitrag. Genau. So, also der Autor geht jetzt hier rein und veröffentlicht dann das. Das würde man dann noch so anpassen oder vielleicht auch tatsächlich dann das Formular bei RSForm zu machen, weil ich da einfach noch besser steuern kann, was der tatsächlich sehen darf oder nicht. Also gibt oder Override zu machen, dass der wirklich nur diese Abstract-Felder sieht, aber ich will, dass das direkt als Joomla-Beitrag dann drinnen ist. So, jetzt speichere ich das hier. An der Stelle, ich habe Localhost ohne E-Mail, drum sagt er hier, jetzt kriege ich als Administrator, hätte ich jetzt hier eine neue private Nachricht, weil ich ja informiert werde, aktuell ist ein neuer Beitrag eingereicht, also das ist eigentlich auch Standardfunktionalität. Ich sehe jetzt hier, Autorin hat einen neuen Beitrag XYZ eingereicht. Ist jetzt auch, hat auch noch nichts mit Workflow zu tun, das wird sonst auch funktionieren. Okay, also Beitrag eingereicht. Wir haben dann überlegt, okay, wo sehe ich denn jetzt eigentlich, was ich eingereicht habe? Darf ich das nochmal ändern oder nicht? Das ist noch nicht, eigentlich will ich ja nicht, dass die dann danach nochmal was ändern, also weil das ja in den Review reingeht. Könnte man jetzt auch nochmal mit dem Status dann irgendwie machen, dass die das dann nicht ändern dürfen. Jetzt ist es so, ich habe hier diesen Beitrag XYZ. Ich sehe den hier, könnt ihr den hier nochmal bearbeiten. Ich muss nämlich im Workflow noch sagen, dass der eingereicht sein soll, weil aktuell, wenn ich jetzt hier auf die Beiträge gehe, also ich bin jetzt hier, bin ich immer als Super-Administrator angemeldet, jetzt sehe ich hier den Beitrag XYZ und der hat jetzt hier die Einreichung Autor und wir haben dann aber, ich zeige jetzt dann als nächstes gleich diese Stages und eigentlich habe ich ja eine Phase, wo dann wirklich da die Redaktion schon prüft. So, jetzt, wie komme ich überhaupt zu den Workflows? Es gibt hier in Joomla 4 ja diesen Punkt Workflows, allerdings nur,
wenn ich in den Optionen, in den Beitragsoptionen, also wenn ich auf Inhaltsbeiträge gehe und dann auf Optionen gehe, dann habe ich unter Integration hier unten den Workflow, den muss ich zuerst aktivieren. Das ist da, wo die eigenen Felder auch sind. Wenn ich den nicht aktiviere, habe ich die ganze Workflow-Funktionalität gar nicht in Joomla 4. Also ich schalte das mal ein. Habe ich jetzt eben schon gemacht, um das vorzubereiten. Und dann sehe ich hier meine Workflows. Und da habe ich jetzt, das ist dieser Basic-Workflow, der in Joomla immer dann schon da ist. Weil darüber wird quasi das normale, ich sehe hier die Übergänge dann und das ist ganz normal dann dieses Verstecken, Veröffentlichen, Löschen, Archivieren, ist ein Haupteintrag, kein Haupteintrag. Das ist darüber abgebildet, um das normale Joomla-Verhalten nach wie vor zu ermöglichen. Sobald ich den, also die Frage ist, ob das automatisch da ist, ich wiederhole das fürs Video. Genau, der Basis-Workflow ist, sobald du den Workflow in Joomla aktivierst, ist er da. Genau, das ist genau dieser Workflow, der dann auch als Standard definiert ist hier. Das ist, die unterste Zeile ist dann schon da. Genau. Und da sehe ich eine Phase, da gibt es eine Grundphase. Und ich sehe diese Übergänge. Der Workflow in Joomla funktioniert, ich habe wirklich immer Phasen und dazwischen habe ich Übergänge von einer Phase auf die nächste. Das nennt sich auf Englisch ist das Stage und Transition. Das ist in der Übersetzung dann auch immer so drinnen. Und es ist gut eigentlich, das auch am Anfang mal auf dem Papier aufzustellen. Ich habe das Papier auch mit, aber man, ja, ich zeige es nachher vielleicht auch. Ja, schon ein bisschen komplexer geworden. Also die Phasen, sich vorher mal aufzuschreiben, wann habe ich welche Phase, was ist die nächste Phase. Also bei uns ist die erste Phase, das ist das, was ich hier ja hatte, dieser Ablauf, ja, ich habe den Call for Papers. Genau, dann die Autorin reicht das Exposé ein, dann sichtet das die Redaktion, also das wären so meine Phasen der Reihe nach und wir haben die hier angelegt. Ich habe jetzt hier den BabyBet Workflow und ich habe jetzt hier 8 Phasen. Die erste Phase ist die Standard, das ist die Einreichung durch den Autor. Ja, jetzt müsste ich es mir nochmal ansehen, eigentlich wäre ja die erste Phase dann vielleicht sogar schon die Prüfung durch die Redaktion, weil der Autor reicht den Beitrag ein und das nächste ist ja schon, dass die Redaktion den dann prüft. Also ich glaube, ich brauche diese Einreichung gar nicht, aber das muss ich mir nochmal ansehen. Die nächste Phase wäre, die Redaktion prüft das und teilt das dann den Reviewers, also sagt dann Review 1 ist offen, dann würden die Reviewer informiert, dass sie da jetzt reingehen können und ein Review zu schreiben. Wenn der Review geschrieben ist, dann sagt er, okay, Review abgeschlossen, dann gehe ich in die nächste Phase rein, sage Review 2 offen. Der sagt dann auch, Review schreibt seine Bewertung, seinen Kommentar, sagt Review 2 abgeschlossen. Und dann kriegt die Redaktion wieder die Information, Review 1 und 2 sind abgeschlossen. Und dann kann die Redaktion entscheiden, ist der Beitrag abgelehnt oder ist er angenommen. Generell braucht man dann noch, nachdem dieser Workflow sonst nichts macht, außer das, zum Beispiel im Papierkorb. Genau, also das kann man dann auch konfigurieren, ich zeige das gleich, man kann auch konfigurieren, wann wer informiert wird. Also, kann ich verhindern, dass Video 1 und Video, dass wir nächstes nicht sehen können? Ist ein bisschen tricky, also muss man sich noch überlegen, dass es noch nicht, also dass Review 1 den Review 2 nicht sehen kann. Geht so im Standard noch nicht. Also Workflow, oder man müsste über Plugins dann programmieren. Also das ist da, um das zu erweitern. Also ich gehe jetzt da rein. Zum Beispiel die Phase 1 wäre jetzt Einreichung durch den Autor. Könnte man noch mit den Berechtigungen arbeiten. Also das wird dann schon recht komplex eigentlich auch, ja. Weil ich könnte sagen, okay, der Autor, der kann diesen Status eben bearbeiten. Die Herausgeber sind in der Benutzergruppe bei mir aktuell dem Manager untergeordnet, weil ich will, dass sich die im Backend einloggen. Ich habe es erst probiert, die Herausgeber noch eine Ebene höher zu nehmen. Können wir uns nachher auch anschauen, ausprobieren. Dann muss ich alles einzeln konfigurieren fürs Backend, damit die nur die Sachen sehen, die sie tatsächlich aktuell gerade machen dürfen. Also es ist nicht so ganz einfach und ich weiß noch gar nicht, ob alles wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Okay, also ich lege mir mal, als erstes würde ich mir diese ganzen Phasen anlegen. Also ich mache die Einreichung, die Prüfung durch die Redaktion, das ist relativ schnell. Wenn ich mal weiß, wie diese Phasen sind, das ist recht schnell angelegt. Etwas komplexer wird es dann schon bei den Transitions, also Übergänge. Ich habe von jeder Phase einen Übergang zur nächsten Phase. Das soll ja der Reihe nach ablaufen. Also da mache ich mir dann eine Phase, also einen Übergang, der von der aktuellen Phase ist Einreichung Autor.
Und die Zielphase ist dann die Prüfung durch die Redaktion. Und diesen Übergang nenne ich Einreichen. Das ist das, was der Autor quasi im Frontend macht. Ne? Der hat Einreichen. Wobei ich eben jetzt auch merke, wir brauchen den, glaube ich, gar nicht. Das ist direkt eingereicht in Wirklichkeit. Ne? Also wir haben da auch am Anfang, glaube ich, zu kompliziert gedacht. Man muss das relativ so einfach wie möglich machen. Also eigentlich glaube ich, dass wir als erste Phase haben werden, die Redaktion weiß, es ist ein Beitrag da. Ja, gut, dann sagt die, wenn der eingereicht ist, dann habe ich die Phase, also da war auch ein Verbesserungsvorschlag noch, dass man das irgendwo sieht, grafisch, wo bin ich gerade, also und dann habe ich die Prüfung durch die Redaktion und da würde ich jetzt bei der Transition, sage ich jetzt, die Redaktion sagt jetzt, okay, das sind jetzt alle Beiträge, teilt dann diese Reviewer zu und sagt jetzt, okay, Review 1 beauftragen. Und das ist die aktuelle Phase, von der es ausgeht, ist die Prüfung durch die Redaktion. Und die Zielphase ist dann, dass der Review 1 offen ist. Und da bei diesen Übergängen kann ich recht viel konfigurieren. Also ich kann einerseits sagen, eine Übergangsaktion, ich kann den Status auswählen. Der ist bei uns jetzt immer, okay, das ist Hauptstatus, ist Featured. Das ist echt Hauptstatus hier. Ich mache es normal immer auf Englisch, weil ich dann mit dem Backmelden und so schneller bin. Der Veröffentlichungsstatus ist das, was wir jetzt auch haben mit veröffentlicht, versteckt, archiviert, Papierkorb. Hauptstatus wäre jetzt Hauptbeitrag. Ja. Ist das ein Hauptbeitrag oder nicht? Das kann ich auch darüber steuern. Aktuell sind die Beiträge, also die Exposés ja immer noch auf versteckt. Ich will ja nicht, dass die öffentlich sichtbar sind. Das würde erst ganz hinten rauskommen. Hier kann ich dann die Benachrichtigung einstellen. Wer soll jetzt eigentlich benachrichtigt werden? Das wird per E-Mail eben gesendet. Ich könnte hier noch einen zusätzlichen Text eingeben. Habt ihr die Möglichkeit, Text zu verwenden? Title von welchem User? Den State zum Beispiel. Kann auch mit Sprachoverrides arbeiten. Und die Benutzergruppe kann ich hier angeben, die informiert werden soll. Also wenn die Redaktion sagt, der Review 1 ist beauftragt, dann soll die Benutzergruppe Reviewer, Herausgeber Reviewer, eine Info kriegen, dass es jetzt zu ist. An der Stelle wahrscheinlich ist es natürlich, ob der Reviewer oder der an der Uni vielleicht mit dem Einreicher arbeitet, ausgeschlossen wird. Nein, wobei die Idee war eigentlich, dass die Redaktion ja die User zuweist. Und wir haben jetzt überlegt, wie wir das machen. Wir haben einfach überlegt, die kriegen ein Feld, ein Custom Field, wo da steht, der Reviewer 1 ist jetzt, weiß ich nicht, Max Müller und Review 2 ist die, keine Ahnung, Susanne Meyer. Und die Reviewer gehen da rein und sehen alle, die noch, die Review 1 ist. Also die können ja sehen grundsätzlich, welche Reviews offen sind, gehen rein. Und wenn das Review-Feld 1 leer ist, dann schreiben die ins Review-Feld 1 rein. Und wenn da schon was drinnen steht oder dass wir das dann ausblenden, dann machen sie in Review 2. Also da weiß ich auch noch nicht genau, wie wir es am besten, also da müssten wir schon noch ein paar Stellen Filter einbauen in Wirklichkeit, ne? Also, oder ich weise denen zu, du bist Review 1 und Review 2, weil jetzt in Excel machen die das halt recht geschickt und schicken dann halt nur diese E-Mails raus. Vielleicht macht es auch Sinn, das wirklich nur diese E-Mails zu verschicken und sagen, da, Review diesen Beitrag und der klickt drauf und macht ein Review von dem. Und dann doch das nur im Frontend zu machen zum Beispiel. Dass die wirklich für jeden einzelnen Beitrag einen einzelnen Link kriegen, reinzugehen und das dort zu reviewen. Aber generell bei dieser Transition, bei dieser Übergangsphase kann ich sagen, okay, ich will, dass diese Benutzergruppe informiert wird oder ich will, dass dieser Benutzer informiert wird. Aber eigentlich will ich ja nicht, dass die Redaktion jetzt ständig diesen Workflow anpasst. Das geht ja auch nicht. Also eigentlich bräuchte man hier nochmal ein Plugin, das dann sagt, informiere die Herausgeber und die werden nur informiert, wenn sie dort als Reviewer eingetragen sind. Aber das müsste man wirklich über ein Plugin und über Programmierung lösen. Dann geht's wieder. Also das wäre dann so. Ich hätte einen Beitrag, das habe ich nämlich schon, haben wir schon ausprobiert. Jetzt, wenn ich mich im Backend jetzt hier einlogge, dann sehe ich hier das Feld Review und da können die dann auswählen, okay, wer ist der Reviewer 1 und wer ist der Reviewer 2. Das wird die Redaktion jetzt sehen, ja, und die sieht dann auch diese Bewertungen. Wäre natürlich dann da unten, könnte man es über Subform noch machen, dass dann die zweite Bewertung ist, oder wir machen wirklich zwei Felder, Review 1, also Bewertung 1, Kommentar 1, Bewertung 2, Kommentar 2. Ich glaube, dass das besser funktioniert. Die Felder sind dann auf die Benutzergruppe reduziert, dass ich dann wirklich bloß die Reviewer aus dieser Benutzergruppe sehe. Oder ist da die ganze Liste? Ich weiß es jetzt. Also da ist jetzt noch die ganze Liste drinnen, aber es macht Sinn, dass wenn ich hier klicke, dann natürlich nur diese Herausgeber aus dieser einen Gruppe sehe. Ja, ja. Genau.
Sonst würde ich es da an der Stelle der Redaktion auch zutrauen, dass sie sich die User aussuchen, die sie brauchen. Genau. Genau, also das wäre die Idee eigentlich, das dann über ein Plugin zu lösen, dass ich den Reviewer 1 teile ich im User zu Reviewer 2 und in der im Übergang, im Workflow, habe ich dann, wähle ich die Benutzergruppe aus und sage die Herausgeber, die sind in einer Benutzergruppe, falscher Clip, dass ich dann im Übergang sage, die werden informiert und dass ich dann dort ein Plugin habe und das Plugin prüft und informiert dann nur die da eingetragen sind zu den Beiträgen. Ja, also ich kann Benachrichtigung machen und habe hier auch nochmal diese Berechtigungen, also wer darf denn jetzt da hier eigentlich diesen Status machen, also der Autor darf den Status generell machen, also man müsste jetzt den Reviewer beauftragen, darf der natürlich nicht, das müsste ich dann hier auf Link stellen. Also wie ihr merkt, also wir haben versucht, das einzurichten, haben dann gemerkt, wie komplex das Ganze ist und wie lange es auch dauert. Und ich habe ja gestern auch schon Vorträge gemacht und ich war dann auch einfach auch spät dran. Und darum ist das jetzt hier nicht ganz ausgereift. Tut mir leid. Aber es war ja auch so ein Proof of Concept mal. Also was fehlt denn noch? Wie funktioniert es denn danach noch? Also hier wird man jetzt so wirklich so diese einzelnen Übergänge auch anlegen. Und habe dann jetzt hier zum Beispiel auch nochmal den Review 2, 1 und 2 abgeschlossen. Das wäre dann Review 2 abgeschlossen, wird dann da rausgehen, werden dann wieder, der Status ist immer noch nicht anders. Benachrichtigung wird dann aber, geht dann an die Redaktion natürlich. Also die wissen jetzt, okay, der zweite Review davon ist abgeschlossen. Ja. Wenn die Redaktion zum Beispiel, es sind zwei Leute normal, sind in der Redaktion. Beide ja eine Menge, aber es muss ja mal eine Antwort geben. Ja, genau. Also es geht, ist auch so eine organisatorische Frage. Die wollen aber schon informiert werden, glaube ich, auch beide. Weil die sprechen sich ja dann auch so ab und machen ein Meeting und schauen sich dann nochmal diese Beiträge durch, ja. Und dann macht Sinn, dass beide informiert werden. Aber wenn einer quasi eine Antwort schon gegeben hat, ja. Dann muss ja der andere nicht mehr nochmal da jetzt irgendwie ja oder nein. Das stimmt, aber das würden sie ja dann sehen, dass der das Status schon geändert ist, genau. Aber das könnte der andere quasi wieder, weil die ja dieselbe Benutzergruppe haben, theoretisch revidieren. Ja, wenn es der Workflow zulässt, ja. Also und jetzt gehen wir zurück zu den Beiträgen. Also ich habe dann hier meine Einreichungen. Also ich bin jetzt da als Superadministrator drin, ich sehe da diese ganzen Einreichungen. Der Beitrag 1 ist jetzt hier noch offen vom Autor. Also der würde jetzt dann ja, ich habe jetzt hier noch Einreichung, die Phase ist Einreichung durch den Autor. Der müsste jetzt aktuell hier noch sagen, okay, ich will den tatsächlich jetzt einreichen. Ich habe nochmal mit meinen Autorenkollegen gesprochen, das passt so, das Exposé, jetzt wird es tatsächlich eingereicht. Also dann habe ich halt diese Statusmöglichkeit, das zu bearbeiten. Jetzt reicht er dann ein. Localhost dauert gerade, weil er versucht, E-Mail zu schicken, das geht nicht. Und dann habe ich hier ja, dann ändert sich das hier. Ich sehe dann, okay, die Phase ist jetzt hier Prüfung Redaktion und die Redaktion hätte jetzt im Hintergrund ein E-Mail bekommen. Redaktion schaut sich das jetzt an. Ich kann jetzt hier draufklicken direkt und sage, okay, nein, eigentlich würden die, Moment mal, die würden jetzt eigentlich zuerst reingehen und sagen, okay, Reviewer 1 soll jetzt sein der Herausgeber 1 und der Reviewer 2 soll jetzt sein der Herausgeber 2. Speichern lassen und sagen dann, okay, und das haben wir jetzt geprüft und da kann jetzt der Reviewer 1, den will ich jetzt hiermit beauftragen. Speichert der das, jetzt geht eine Mail an die Herausgeber und jetzt müsste dieses Plugin greifen, dass der Herausgeber 1 kriegt, okay, das ist Review 1 und du machst Review 2. Dann habe ich jetzt hier, logge ich mich jetzt hier als Herausgeber ein, also ich bin jetzt hier Herausgeber 1, logge mich ins Backend ein und da wäre jetzt die Idee, dass ich jetzt eigentlich nur mehr das sehe, was ich tatsächlich reviewen soll. Und da gibt es momentan im Backend von Joomla noch nicht die Möglichkeit, auf eine Workflow-Phase zu filtern. Also es müsste über Benutzerberechtigungen gehen. Also ich habe jetzt hier, der Herausgeber ist quasi Manager vom Ding, kann sich im Backend einloggen, sieht jetzt aktuell alle Beiträge halt. Das ist nicht ideal. Weil er sollte ja eigentlich nur die sehen, wo... der sollte eigentlich nur die sehen, wo der Review 1 zum Beispiel offen ist und wo er Reviewer ist. Oder wo Review 1 tatsächlich offen ist. Aber der könnte jetzt hier dann reingehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier mein Review und schreibe jetzt hier mein... Also der sieht jetzt zum Beispiel diese zwei anderen Felder nicht, ne? Wer ist der andere Reviewer zum Beispiel? Oder der würde auch den... das würde man dann auch so machen, dass die auch den Autoren dann nicht sehen. Aber der sagt jetzt hier, okay, das ist ein B und das ist jetzt nicht ganz so toll. Keine Ahnung. So, toll.
Und würde dann gleichzeitig sagen, das ist der Workflow, ich will jetzt, ich bin fertig, der Review, der zweite Review kann erfolgen. Dann sagt der Review 2 beauftragen, speichert das und dann habe ich hier ein Review 2 offen und eigentlich würde jetzt der Review 2 informiert werden, ah, ich kann jetzt auch ein Review machen, also es würde über das Plugin funktionieren dann. Genau, wenn der Review 2 das dann auch gemacht hat, dann wird der sagen, okay, also wenn der fertig ist, sagt, okay, der ist abgeschlossen. Also wir haben das alles reviewed und dann würde jetzt wieder die Redaktion informiert werden und eigentlich müsste der Beitrag jetzt hier dann verschwinden, weil das ist ja der Herausgeber, ist hiermit fertig mit denen. Jetzt gehe ich hier wieder in der anderen, also jetzt bin ich hier wieder als Super-Admin oder eben auch dann Redaktion eingeloggt und dann sehe ich, okay, hier, wir haben hier Redaktion 1 und 2 ist abgeschlossen und die könnten sich dann jetzt die gehen dann da jetzt rein und sehen sich den Review an und würden dann entschließen, okay, das ist jetzt, der ist angenommen, kommt vielleicht noch ein Kommentar dazu und sagen, okay, der Beitrag ist angenommen oder der Beitrag ist abgelehnt. Ja. Und dann wird, in dem Fall würde dann ja, der Autor informiert, also der das Exposé eingereicht hat. Also eigentlich müsste man dann in dem, also wird wahrscheinlich auch über ein Plugin aktuell funktionieren, dass der Autor dann informiert wird, das ist angenommen, wir können jetzt losstarten und schreiben oder dass das abgelehnt ist. Genau, das ist da die Idee. Also da würde ich sagen, Beitrag angenommen, speichert das, geht das E-Mail raus. Aber immer der Status ist eigentlich immer noch nicht auch veröffentlicht, weil da ist ja noch immer kein Beitrag da. Ja, das ist eigentlich so die Idee vom Workflow hier in diesem Projekt. Ein recht realer Fall. Ich glaube, grundsätzlich wäre es genau ideal für solche Fälle, ne? Aber man muss hier sicher noch, also standardmäßig mit dem Plugin was dazu machen, weil es natürlich auch speziell ist. Und es fehlen in Joomla aktuell, wir haben das versucht über so ein Admin-Menü zu machen. Ich kann ja im Backend, haben wir versucht hier so diese Redaktion anzulegen. Wenn ich hier eine Beitragsliste mache, ich kann im Backend auch genauso die Menüs machen. Ich sage, wenn ich im Backend einen Beitrag machen will, kann ich alle als einen Beitrag auch einreichen, Hauptbeiträge und Beiträge auflisten. Und wenn ich Beiträge auflisten sage, dann habe ich hier keine Möglichkeit, zum Beispiel auf den Workflow zu filtern, dass ich sage, okay, das sind jetzt die Reviewer, die sollten das sehen. Ich werde das jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal anreichen, also ein Issue machen oder dann auch vielleicht ein PR, weil es ja eigentlich nur ein Menüpunkt, der gefiltert ist. Jo, also es gibt zwar die Möglichkeit zu sagen, erstellt von mir, macht in dem Fall aber keinen Sinn, weil die Herausgeber ja nicht die Autoren sind in Joomla, der Schreiber dieses Beitrags, also bringt mir der Filter an der Stelle mit. Ja, also hier denke ich, müssen wir mit Joomla einfach noch ein bisschen unterstützen. Wir haben es dann auch probiert, man kann ja in Joomla im Backend auch eigene Dashboards anlegen. Weiß nicht, da gibt es auch einen Magazine-Beitrag. Also ich kann, ich habe ja, wenn ich in Joomla 4 eingeloggt bin, habe ich hier ja das Dashboard, da kann ich mit Modulen Sachen anzeigen. Und wir haben halt quasi das dieser Beitragsding ist ja ein eigener Menüpunkt und ich habe hier ein Dashboard und könnte mir auf das Dashboard jetzt Module dann auch hinbauen, sodass, wenn der Herausgeber jetzt zum Beispiel eingeloggt ist, dann nur die Beiträge sieht, der hat mit dem Modul, bin ich mit der Filtermöglichkeit ein bisschen flexibler, brauche ich nicht so viel machen. Und dann könnte, also idealerweise würde ich der Herausgeber jetzt einloggen im Backend, sieht dann irgendwie, da sind 5 Reviews offen, macht diese Reviews und dann verschwinden die da wieder aus dieser Liste. Schon komplex. Ich glaube, das Komplexe ist, dass verschiedene Reviewer da eingebunden sind. Aber in dieser Benutzergruppe, also dass noch mehr Reviewer gibt, die etwas nicht sehen können. Und das ist die größte Herausforderung. Das stimmt. Ich wiederhole es nochmal auch fürs Video. Also Herausforderung ist, dass es da einfach auch 2 Reviewer gibt oder mehrere Reviewer, die dann auch unterschiedlich im Workflow drinnen sind. Genau. Und dass die halt nicht ein User sind, sondern verschiedene User sein können. Weil sonst könnte ich immer einen User auch zuweisen. Aber wenn man das über mehrere Benutzergruppen abbildet, dann ist es nicht. Ja. Ja, über eine Hauptbenutzergruppe. Ja, dass ich die dann zuordne als Review 1 und Review 2, meinst du, oder? Mhm. Ja. Ja, wobei es sind ja 4 Herausgeber normalerweise und du siehst ja immer nur einen Teil. Also du müsstest ja dann so Untergruppen machen eigentlich wieder.
Das weiß ich nicht, ob realistisch ist. Ja. Ich glaube, besser ist es, wenn die wirklich im Beitrag sagen, das ist Review 1 und Review 2 und über das Plugin kriegen die dann einfach die Info und die gehen rein. Vielleicht auch gar nicht im Backend, sondern wirklich nur im Frontend. Die sind eingeloggt, klicken im E-Mail auf den Link, kommen nur auf diesen einen Beitrag, machen Bewertung. Das Abstract ist jetzt nicht so lang. Die lesen das und sagen, okay, ist gut oder nicht gut, passt zum Thema. Ich glaube, das ist, glaube ich, fast noch eigener. Ja, ja. Nur dann müsste ich denen, und dann würden die noch sagen, also da würde ich dann diesen Workflow-Stage einblenden und sagen, Review abgeschlossen quasi, dann klicken die drauf und damit ist der eine Review und dann wird der zweite informiert, dass er jetzt ein Review machen kann. Müssten wir jetzt auch nochmal mit denen tatsächlich mit dem Projekt nochmal klären, ob das realistisch ist, dass die das hintereinander machen, weil aktuell können die das ja parallel machen, ne? Dass der Review 1 informiert wird und der Review 2 informiert wird, die können das ja unabhängig voneinander machen, wenn ich die Felder habe, ne? Weil sonst zieht sich das womöglich noch länger raus. Ja. Ja, genau. Aber muss ich das so vorbereiten halt, dass die das eintragen können. Genau. Aber grundsätzlich glaube ich ein sehr guter Anwendungsfall für einen Workflow. Ich werde berichten. Falls jemand mal Fragen hat, könnt ihr euch dann melden, wenn wir es dann im Einsatz haben. Ja, bitte. Ja, also inhaltlich die Frage, warum die hier einreichen wollen. Ja, also im wissenschaftlichen Bereich ist es wichtig, dass du publizierst regelmäßig. Und in Bücher oder in so Veröffentlichungen reinzukommen, kostet halt, also wenn du selber ein Buch machst quasi. Und da war auch immer schon das Anliegen, dass man gerade auch jungen Forschenden die Möglichkeit gibt, günstig, kostenlos in dem Fall, wirklich zu publizieren. Also da gibt es Sponsoren also von dem Projekt, wo die dann, wo einfach der Betrieb bezahlt wird. Also ich kriege da ganz normal bezahlt dafür, das Projekt zu betreuen. Ist jetzt kein Social Sponsoring oder so. Und hat über die Jahre, also es ist ein schönes, großes Projekt, wo sich viel tut, man viel auch mal ausprobieren kann. Ja. Ja, ja, das hat also nicht der Verwendung. Ja. Ich habe mich viel zu wenig mit Workflow befasst. Ich bin froh, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich finde auch als Projektmanagement für Task wäre das ganz hervorragend. Ich habe jetzt auch angefangen zu überlegen, wofür man es noch verwenden kann. Oder auch so kleine Sachen zu machen, ja, und dann eine Info zu kriegen, okay, das ist jetzt freigegeben oder so. Oder da hat jemand das getan. Und dann sind verschiedene Phasen dort sind. Ja, genau, so Ticket-Geschichten genau da auch anzureichen, ja. Was ich noch nicht so ganz klar, was jetzt ein Backend ist und was ein Frontend ist, wie kann ich das bestimmen? Kann ich das einfach anklicken, dieses darf auch im Frontend für diese Benutzergruppe. Ja, aber das hat jetzt mit dem Workflow an sich nichts zu tun, was du im Backend oder Frontend machen darfst. Das geht über die Benutzergruppen und Zugriffsebenen von Joomla einfach. Ja. Ja, macht ja nichts. Da ist die Flexibilität von Joomla, dass du da, wo du es anbietest, das machen kannst. Ist immer ja der gleiche Beitrag. Und ich sage, ich biete es jetzt im Frontend, bin ich halt mit der Programmierung zum Teil flexibler. Also wo ich halt vielleicht einen Override mache oder nur die Felder anzeige. Nee, müssen sie auch nicht. Ist ja eigentlich eine organisatorische Hintergrundgeschichte, ne? Also was schon nochmal wichtig ist, dass das ein verdeckter Review ist, dass sie also nie sehen, wer ist der tatsächliche Autor. Ja, ja. Ja. Genau. Und dass das halt unterstützt wird, weil diese Excel-Listen, die sind halt auch irgendwie nicht ideal. Ne? Also die hätten das schon gern ein bisschen professioneller. Ne? Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit und ja.